denn hier gerade? Wie ist der Stand der Dinge? Stand der Dinge ist, dass der Großbrand, ich würde mal sagen, zu 90-95% gelöscht ist. Wir haben einen der größten Brände des letzten Jahrzehnts hier in Hamburg bekämpfen müssen. Das hat uns den gesamten Ostersonntag hier beschäftigt und jetzt wird es auch den Ostermontag weite Teile der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr hier noch weiter beschäftigen. Wir haben in einigen Hallen nach wie vor kleine Hotspots, kleine Brandnester, an die werden wir wahrscheinlich nicht wirklich gut rankommen, da eine sehr, sehr große Gefahr des Einsturzes weiter Teile der Hallenkonstruktionen hier gibt. Wir haben Container, die noch heiß sind. Das konnten wir mit Hilfe von Wärmebildkameras sehen. Wir haben Drohnen eingesetzt, die uns auch Luftbilder geliefert haben, die einfach uns zeigen, wo hier die Hotspots sind. Was ist denn die Schwierigkeit bei dem Brand und wie lange wird das noch dauern? Also die große Schwierigkeit ist nach wie vor sind diese kleinen Brandherde, die sich im Innern der Lagerhallen befinden. Wir haben hier eine sehr, sehr große Einsturzgefahr. Wir können also auch jetzt nicht einfach mit schwerem Gerät hier das THW beispielsweise ranfahren und hier etwas einreißen, weil die Gefahr einfach besteht, dass während einer solchen Abrissaktion Trümmer auf die Einsatzkräfte herunterfallen würden. Und das steht natürlich in gar keinem Verhältnis dazu, dieser kleinen Brandnester und dazu jetzt eine Gefahr für Einsatzkräfte oder Material hier durch eine Aktion hervorzurufen. Und wie lange wird der Einsatz noch dauern, was denken Sie? Also ich gehe davon aus, dass der Einsatz hier noch mehrere Stunden uns beschäftigen wird. Wie gesagt, wir kommen an diese Glutnester so ohne weiteres nicht heran. Wir können da keine Einsatzkräfte reinschicken in diese Hallen und wir können jetzt auch nicht einfach... Geht auch immer noch, ne? Für alle ist das okay? Ja, alles gut. Dann nochmal, wie lange wird denn der Einsatz noch dauern, was schätzen Sie? Also das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht absehen. Der wird uns sicherlich noch mehrere Stunden hier beschäftigen. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren sind nach wie vor im Einsatz. Das Hilfswerk ist hier vor Ort. Wir haben die ganzen Versorger, Strom, Gas und Wasser hier vor Ort, um natürlich, wenn wir hier Maßnahmen treffen, dass uns nicht irgendwie eine Versorgungsleitung ungewollte Maßnahmen dann nachher noch verbraucht. Und kann man schon was zur Ursache sagen des Feuers jetzt einen Tag nach dem Ausbruch? Nein, zur Ursache können wir aktuell nicht sagen. Das wird die Polizei jetzt ermitteln. Was wir festgestellt haben, dass innerhalb kürzester Zeit hier eine sehr, sehr schnelle Brandausbreitung stattgefunden hat. Das ist auch der Grund, warum wir die Alarmstufe innerhalb von wenigen Minuten im Prinzip von Feuer klein, so hat es angefangen, als PKW-Brand bis hin zu Feuer 6, das ist die höchste Alarmstufe, die wir auslösen können in Hamburg, hier hochalarmiert haben, damit wir genügend Einsatzkräfte dann auch an der Einsatzstelle haben. Kräfte haben berichtet davon, dass eine Lagerhalle innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand stand und sie sich einfach auch zurückziehen mussten, damit sie selbst nicht in Gefahr geraten. Das heißt, was hat denn hier alles gebrannt? Was ist der Autohof eigentlich? Was hat denn hier gebrannt? Also hier in den Lagerhallen sind diverse Gegenstände gewesen, diverses Lager, Waschmaschinen, Kühlschränke, Fahrzeuge, hier ist Stückgut, hier sind große Big Packs mit irgendwelchen Inhalt, wo wir nicht wissen, was da gelagert wurde. Wir haben PVCs gehabt, das sind Flüssigkeitscontainer, die geborsten sind, dann ausgelaufen sind. Das können wir nicht genau sagen, was hier tatsächlich letztendlich gebrannt hat. Wir haben eine riesengroße Brandintensität gehabt. Das hat sich in einer sehr, sehr starken Rauchentwicklung auch manifestiert. Das hat man über ganz Hamburg gesehen. Und wir haben auch, weil wir eben zu Anfang nicht genau wussten, was hier genau brennt, auch die höchste Warnstufe über MOWAS, über das modulare Warnsystem, die NINA Warn-App und letztendlich auch Cell Broadcast hier ausgerufen. Wie ist es denn jetzt eigentlich mit giftigen Dämpfen, Gasen? Kann man dazu was sagen? Ja, wir haben also natürlich mit der Warnung auch sofort ein umfangreiches Messprogramm durch die analytische Taskforce und den Umweltdienst der Feuerwehr Hamburg zusammen mit Spezialkräften der Freiwilligen Feuerwehr im gesamten Stadtgebiet durchgeführt,
Man kann sagen, dass die Messungen, die wir durchgeführt haben, kein Ergebnis hatten, was gesundheitsschädliche oder gesundheitsgefährdende Konzentrationen in der Atemluft nachweisen ließ. Das heißt also, ja, es gab auf jeden Fall starke Beeinträchtigungen durch starken Brandrauch, durch starken Brandgeruch, aber diese waren eben nicht gesundheitsschädlich, das konnten wir nachweisen. Ich würde einfach nochmal weiter, wenn es alles geht, ich habe noch zwei Fragen ungefähr. Wie viele Leute waren denn hier im Einsatz und wie ist der Einsatz abgelaufen? Sie sagten, es war einer der größten Einsätze überhaupt für die Feuerwehr. Also wir haben innerhalb kürzester Zeit, nachdem wir alarmiert wurden, das ist um 4.42 Uhr der Fall gewesen, die Alarmstufe aufgrund der schnellen Brandausbreitung in schnellen Schritten erhöht auf bis Feuer 6. Feuer 6 ist die höchste Alarmstufe, die wir auslösen können. Wir hatten in der Spitze hier gut 220 Einsatzkräfte zeitgleich vor Ort. Wir haben jetzt, nachdem wir immer wieder durchgetauscht haben, wahrscheinlich 400 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr, Freiwilligenfeuerwehr, Einsatzkräfte des THW, der Landespolizei, Bundespolizei hier durchgetauscht im Einsatz gehabt. Und was für Schwierigkeiten gab es vielleicht bezüglich Wasser? Am Anfang könnte ich das nochmal sagen, im Rückblick. Und wie haben Sie das gelöst? Genau. Also wir hatten natürlich zu Anfang die Schwierigkeit, dass wir hier ausreichend Löschwasser in die Brandstelle einbringen konnten. Wir haben hier zwar eine ausreichend dimensionierte Wasserleitung, die dient natürlich normalerweise dazu, hier Trinkwasser für die Industriebetriebe zur Verfügung zu stellen. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus, um einen solchen Großbrand, wir sprechen hier immerhin von einer Fläche von etwa 17.000 Quadratmetern, dann auch letztendlich final ablöschen zu können. Das heißt, die Durchflussmenge dieser Trinkwasserleitung reicht da nicht aus, um diese großen Mengen, wir sprechen hier von mehreren tausend Litern die Minute, die wir hier benötigen, zur Verfügung zu stellen. Wir mussten also in die Bille, an die Flete rangehen. Wir hatten ein Löschboot hier liegen. Wir haben mittlerweile Pumpen des THW und auch unserer Technik- und Umweltschutzwache, großdimensionierte Pumpen, die wirklich sehr, sehr dicke Schläuche haben, um diese Menge Löschwasser einfach zur Verfügung zu stellen. Und die haben wir dann über Werfer, über unsere Drehleiter, Teleskopmastfahrzeuge und eben auch bodengebundene Werfer, Wasserwerfer, dann hier in die Brandstelle eingebracht. Hat jemand anders noch eine Frage? Ich habe ja schon sehr... Nö, bin bislang wunschlos glücklich. Ach ja, genau. Was können Sie zum Schaden sagen, menschlichen und Sachschaden? Also der menschliche Schaden beläuft sich wahrscheinlich darum, einzig, dass jemand hier emotional sehr bewegt sein wird, wenn dieses Schadenausmaß betrachtet wird. Wir haben glücklicherweise keine Verletzten hier zu beklagen nach aktuellem Stand. Der Sachschaden, der wird sicherlich in die Hunderttausende, vielleicht Millionen Euro gehen, das kann ich aktuell nicht beziffern.
aber man hat ihnen das Wasser geklaut. Aber du musst...